String vergessen, ja. Oh ne, jetzt kein Plants vs. Zombie-Musik, das ist immer so einschläfernd. Findest du? Ja. Ich denke dann eher die ganze Zeit daran, dass ich jetzt seit 3 Tagen irgendwie, also heute zum ersten Mal wieder meine Challenge geschafft habe, hier das Party-Ding. Die Piñata-Party? Boah, ich habe voll gekotzt. Vor 2 Tagen war das blöd, vor 1 Tag war das blöd. Ich dachte so, ey, da wollt ihr mich verarschen, Leute? Ging mir nicht anders. Ich bin aber auch nicht mehr... Meinst du, was ich schon Kohle ausgegeben habe, um Piñata-Partys neu zu starten, ne? Hm. Bin ich nicht mehr bereit. Ich höre hier komische Geräusche in der Höhle. Hm. Aber richtig komische Geräusche. Also ich glaube, ich möchte kein pinkes Holz in unserem Haus haben. Nicht? Hm, irgendwie nicht. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, was du da wieder machst. Ja, das ist doch mal nice zu finden. Ich habe einen Spawner gefunden. Oh, cool. Was war das? Was war das? Was ist denn das eigentlich? Ein Demon-Mob. Das sind Dämonen. Okay. Greater Landing Catalyst. Okay. Used in Alchemy. Und 2 Enderperlen und eine Floppy Disk. Ich nehme alles mit. Das ist Blood Magic. Warum ist hier nur eine Kiste an dem Spawner? Jetzt weiß ich auch, was das so Geräusche macht. Oh, jetzt habe ich diese komischen Jabberwocks gefunden. Oh. Jabberwocki! Oh, die machen einen schwerer. Oh Gott. Die teilen ja richtig aus. Und man kann nicht mehr hüpfen. Ja, diese Dämonen teilen hier auch richtig aus. Boah, übel, ey. Ich dachte, ja, mach's mal schnell platt hier. Kein Ding. Boah, wie viele laufen denn da unten rum? Seid ihr wahnsinnig? Weißt du, ich wollte jetzt gerade hier ein bisschen Mimikry holen. Mhm. Oh, schon wieder einer. Hast du direkt Spaß? Ja, wenn das so weitergeht, sterbe ich hier unten. Weil von diesen Scheißdingern bekommt man einen Wither-Effekt, ne? Ja, klasse. Ah, guck mal, er hat's geschafft. Meine Leute schreiben schon, ja, 2 Stunden Stream. Kam bei mir auch gerade. So, ich hoffe trotzdem ganz stark, dass du damit keine Probleme hast. Dass ich mir jetzt noch Support hergeholt habe. Eigentlich bräuchten wir nicht, aber wenn du das unbedingt haben möchtest. Nur zum Spaß. Hoppala. So. Er kann für uns farmen. Habe ich denn schon erwähnt, dass ich diese Dämonen hasse? Nein, aber du kannst es gerne mal erwähnen, vielleicht hilft's. Ist hier noch irgendwo ein Spawner oder wie? Na komm mal her jetzt! Jetzt hast du wieder Schiss, ne? So. Hier unten ein bisschen Licht machen. Nein, nicht sterben. Nein. So, ich hole uns übrigens gerade dunkles Holz. So, mit einem halben Herz überlebt. Ja, das hatte ich gerade auch mit dem komischen Jabberwock-Viech. Aber ganz ehrlich, dann sind die auf normal wahrscheinlich doch nochmal einen Tacken stärker. Wir sind doch jetzt auf normal. Ja, ich sag ja. Weil vorhin hatte ich irgendwie kein Problem mit irgendwelchen Viechern. Wieso hier nicht gleich 12 Stunden? Ja, weil ich heute nicht so viel Zeit habe. Und morgen wieder arbeiten muss. Ja, es wird halt generell auch schwer, sowas auf 12 Stunden zu planen. Also selbst wenn wir uns jetzt anstrengen und sagen, okay, wir würden jetzt nächsten Sonntag 12 Stunden Stream machen wollen, wann denn? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn, dann müssten wir das eh mal an einem Freitag oder so machen. Ja, weil dann müssten wir auch ansonsten, und am besten, Ahnung, wenn kein Battle ist. Ja, und damit wird es ja schon schwer. Ja, eigentlich wäre der perfekte Tag Samstag, aber dann muss ja der Sebi arbeiten, ne? Ja, das Leben ist hart.
kann mir einen Tag frei nehmen für den Stream. Ich finde immer, sowas muss nicht sein, ne? Nein, ich auch. Ich werde meine Urlaubstage nicht wegen dem Stream nehmen. Oh, was ist denn das? Rubber. Rubberboot können wir auch gebrauchen, auf jeden Fall. Wieso sind sie ja so viele? Ich habe doch den Spawner komplett ausgeleuchtet. Weil sie dich ärgern wollen. Boah, ich bin schon wieder auf 4,5 Herzen, ne? Und ich höre die immer noch. Aber was hast du denn da für Viecher, dass die so heftig sind? Das sind Dämonen! Wie sehen die denn aus? Wie, Wie Dämonen. Nö, es sind eigentlich eher Krabbelfiecher, ne? Ihr wollt mich doch wirklich verarschen. 1,5 Herzen noch. Eins? Ein halbes? Ich muss mich irgendwo verstecken, ich muss mich wieder einbauen. Halbes Herz, schon wieder mal. So, was droppen mit dir eigentlich die ganze Zeit? Ein Fermented Spider-Eye? Oh, wow, spannend. Dann ein Miniature Red Heart. Ja, die sind doch geil. Also allein dafür schon. Ja, nee, ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwo anders herbekommen habe. Mit den Red Hearts kannst du dir mit ein bisschen Aufwand mehr Herzkanister bauen. Ich muss jetzt erstmal hier regenerieren und diese Fliege, ne, die nervt mich immer noch. Quasi HP ab, wie bei Isaac. Ja, ich möchte eigentlich den Spawner nicht abbauen, vielleicht braucht man den noch für irgendwas. Ja, aber du kriegst ihn halt, wenn du nicht richtig ausgeleuchtet kriegst, hast du ein Problem, ne? Ich habe da an jede Seite Fackeln dran gehängt, das muss normalerweise reichen. So, wie sieht's denn aus? Ist jetzt hier einigermaßen. Ich wollte eigentlich nur noch das Redstone hier mitnehmen. Ey, erschreckt mich doch nicht so! Biest. Ey. Ich muss ja dann wirklich gleich weg, ne? Ich glaub dir das sehr gerne. Ich kann mir doch nur ein bisschen Redstone mitnehmen. Hast du denn schon welches gefunden? Ja. Keine Schienen in Redstone bitte aufheben, so. Noch mehr. Ich gehe jetzt im Moment nicht mehr zu dem Spawner. Ich werde hier irgendwo anders einen Weg rausfinden. Hoffe ich jetzt zumindest. Ich zweifle daran. Ich habe schon wieder hier was gefunden. Versuch erstmal wirklich nicht zu kämpfen. Ethanol-Crystals. Okay, das sagt mir nicht mal was. Chef-Unit. Finde mal was, was Sebi nicht kennt. Hey. Panola Seeds und ein bisschen Amber gefunden, ne? Aber jetzt noch nicht wirklich irgendwas Prickelndes, ne? Nee, so eine Portal Gun oder so wäre ja schon cool. Ja. Deshalb habe ich mich auch über den Spawner so gefreut. Tja, aber anscheinend hat es trotzdem nicht geholfen. Diamanten! Ich werde mal einfach mal schnell ins Bett gehen, Eva, jetzt hier. Echt? Hast du Dias gefunden? Geil. Aber leider nur zwei Stück. Ja, drei ist das Minimum, was man braucht. Vielleicht irgendwas dahinter? Nö? Ja, nein, vielleicht? Nö. Trotzdem mal. Sicher ist sicher. Ach du Scheiße. So. Was denn? Ja, das ist natürlich jetzt ätzend. Was ist ätzend? Wir sind jetzt zu dritt auf dem Server, darüber habe ich natürlich nicht nachgedacht. Du wolltest das. Jetzt lebt damit. Ich mecker gar nicht, ich habe nur gerade drüber nachgedacht. Ja, ich muss mir nachher sowieso noch eine Standpauke anhören, ich höre das, ich merke das schon. Ja. Ich höre schon wieder so viel Spinnen. Kann ich mir noch Fackel machen? Ich bräuchte ein bisschen Kohle dafür. Wäre echt was. Warum hängt denn das hier so in der Luft? Seit wann hängt Gravel in der Luft? Hä?
Okay, schnell schlafen gehen. Genau, geh schlafen. Nein. Ja, bin schon. So. Oh, diese Fliege, ne? Sebi, sagt der Fliege, sie soll mich in Ruhe lassen. Ne? Nö. Nö. Du magst ja auch bei Isaac die Fliegen immer so. Ah, Gott. Komm mir vor wie auf einem Bauernhof oder so gerade. So, hier vielleicht noch irgendwo ein Dia oder so? Der Blaze kann wohl manchmal garstig sein. Nein, niemals. Ich doch nicht. Ich bin der netteste Mensch, den es gibt. Haben wir irgendwas zum Zubauen? Ich habe nicht mehr was zum Zubauen. Doch, hier. Aber ich habe eh schon wieder keinen Platz mehr. Aber das Gold würde ich gerne noch mitnehmen. So. Oh Gott, ich bin hier heute echt Designer oder so an dem Haus. Unglaublich. Ich könnte hier vielleicht mal jetzt gleich wieder ein bisschen Licht machen. So, Chisel. Ja, das ist immer, da bin ich froh, dass du das mit dem Haus machst, denn ich bin da immer sowas von unkreativ, was Hausbau angeht. Oh, ich höre die eine Mops schon wieder. Ich mag die nicht. So, gehen wir doch mal da weiter. Also in der Kiste waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja, da war der Stahl drin, den Sebi anscheinend nicht mitgenommen hat. Ich hatte keinen Platz. Ja, das war ihm anscheinend zu schlecht. Da haben wir es schon wieder. Ja, ich bräuchte nur noch einen Diamanten. Ist das denn zu viel verlangt? Ich glaube schon, oder? Ja, yep, für dich immer. Denk mir das. Das ist ja finster. Oh Gott. Seit wann findet man eigentlich so viel Gold? Aber ich muss ja nicht den Content bremsen, hat er geschrieben, der Tesla. Ah, okay. Ja, klar. Dann, allein wegen der Aussage kriegst du schon einen Whitelist Remove. Schreibt er. Ja, er will nicht den Content bremsen, aber wartet ab. Heute Nacht logge ich mich ein und verstecke überall Sprengfallen. Sprengfallen? So. Ganz böse. Ey, schon wieder hier. Jetzt kommen die Dinge. Ach, ich bin wieder an dem Spawner hier, okay. Ich leuchte das Ding jetzt mal noch mehr aus. Hör auf, mich anzuspringen! Kusch dich! Und du da unten gehst sterben. Komm hoch, komm. So ist schön. Ich muss ja gerade ehrlich gestehen. Oh Gott. Ja? Das gestaltet sich hier designtechnisch teilweise sehr kompliziert. Ey, woher denn? Ich wollte mich das sowas von verarschen, ne? So. Nee. Hier war ich noch nicht. Also eigentlich war das streamtechnisch jetzt für sonntags nur geplant, oder? Erstmal. Vorerst, ja. Aber wir müssen uns heute eh nochmal drüber unterhalten und ein bisschen Resümee ziehen. Ja. Also im heutigen Stream. Ein Resümee, was wir auf jeden Fall ziehen, ist, dass natürlich irgendwie die Leute definitiv mehr Minecraft als WoW sehen wollen. Das ist halt mein erstes Resümee, was ich daraus ziehe. Aber ich denke, das geht dir nicht anders, oder? Yep. Nola sieht's. Sawdust, wer braucht denn Sawdust? Daraus kann man Zeug, Tatsache Papier und so machen. Soll ich das mitnehmen? Nein.
Ich nehm's trotzdem mit. Wenn ich keinen Platz mehr habe und noch was finde, dann lasse ich es wieder da. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe in dem Minenschacht schon lange nicht mehr so viel Kisten gefunden, ne? Ja, also das finde ich auch. Es sind ziemlich viele Kisten, die da irgendwie rumgammeln. Und ja, für den Fall, dass sich jetzt irgendwer fragt, nein, mir ist es im Klaren, dass die Betten immer noch draußen stehen und dass wir auch noch keine Eingangstür haben. Überall hier ekliges Wasser. Naja, das kann aber auch sein, dass es an dem Biom liegt, in dem du bist und nicht am Wasser direkt. Oh Gott, ich brauche noch so viel mehr Holz. Okay, dann packen wir das hier erstmal alles irgendwie rein. Klack, klack, klack. Ich würde ja auch sagen, weißt du, wir haben ja auch kein Bone Meal dadurch, dass hier keine Skelette und so sind. Ah. Ja. Schon blöd. Irgendwie. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Auf welcher Höhe bin ich jetzt aktuell? Auf 15. Das ist ja nicht mal schlecht für Diamanten, ne? Ja, so 10 bis 12 ist eigentlich optimal. Ja, aber gerade hier so ein Minenschacht, ne? Ja, klar. Habe ich dafür noch Platz? Ja. So, hier war ich noch nicht. Mein Problem ist gerade Tatsache, dass Diamanten! Sehr schön. Dass ich meine Axt schon wieder verbraucht habe. Ey, wieder nur zwei. Was soll denn das hier, ne? Sind jetzt zwei verkommen, okay? Wir haben jetzt drei, ne? Aber... Ja, ist doch gut. Also, vier Stück. Ja, vier Stück haben wir jetzt. Dann kannst du dir jetzt eine Pickaxe bauen und kannst direkt Dings mitbringen. Ist doch super. Sollte ich nicht das andere Dings mitnehmen? Was? Dass das automatisch macht, diesen Breaker? Ja, aber den musst du ja nach jedem Block versetzen. Ach so. Da wollte ich den reinsetzen. Wo hast du Herr Blaze kennengelernt, Sebi? Durch die WG. Habe ich Herr Blaze kennengelernt. Ja, und jetzt hat er mich am Hals. Boah, ständig. Kündigt ihr das dann an? Ja, wir kündigen die Streams natürlich weiterhin an. Und wie gesagt, wie es bis jetzt aussieht, machen wir das sogar so, dass wir das Zeug quasi für eine Woche vorschnipseln und einfach nochmal als Upload hochhauen, auch wenn es nur in 720p ist, aber damit muss man ja leben können. Denke ich mal. Ja, viele laden gar nicht in Full HD hoch, du weißt das ja, ne? Ja, ich lade in 2K hoch. Naja, wer kann, der kann, ne? Genau, so sieht's aus. Nee, muss nicht sein. Also ich finde Full HD ist schon mehr als ausreichend. Ja, ich finde aber auch Full HD muss einfach sein. Das ist so der Punkt, also für mich persönlich... Ja, für 50% der YouTuber nicht. Oh, wir haben doch Knochen. Ich könnte also... Wir haben vier Knochen. Moment. Da gab es doch diesen komischen Grindstone. Genau den. Du willst jetzt nicht einen Grindstone herstellen, um Pulver herzustellen, oder? Doch. Die mit der Kurbel? Sebi will kurbeln. Aber wir haben, glaube ich, nicht genug Netherquarz-Dust dafür. Was brauchst du denn? Oder was möchtest du denn machen? Bone Meal. Aber ist egal, ich mache jetzt erstmal eine Axt und hol weiter Holz. Weil mein Holz reicht schon wieder nicht. Schmeißt du die Knochen einfach so rein? Ist du jetzt sowieso mit einem Dings das Ding gewachsen? Schmeißt du doch ein Crafting Table und fertig. Kriegst du, wie viel? 8 raus? Das heißt, du kannst 8 Bäume wachsen lassen. Ist doch auf der 164 warst du so, dass du nur ein Meal brauchtest nee, für den Baum. Nee. Doch? Nee. So hab ich's in der WG gemacht. Einmal auf den Baum drauf und fertig. Also eigentlich geht das nicht direkt. Doch. Probier! Ein Klick, kein Baum. Zwei Klicks, kein Baum. Drei Klicks, kein Baum. Vier, ein Baum. Das finde ich jetzt gemein. In der WG ging das mit dem Rubberwood. Nee, nicht. Das Rubberwood ist eine Ausnahme. Nee, ich will ja kein Rubberwood haben. Ach so. Nein, ich will kein Rubberwood haben. Nimm. Zack. Ja, ich mache jetzt aber mal hier. Ich wollte sowieso noch was bauen. Ich glaube, da brauche ich aber ein bisschen Holz für, oder? Gucken wir mal. Dab, dab. Tippen wir anders ein. Dab, 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 dab.
Da haben Dab. Wir Dab. Stone, Dab. Okay. Dab. Stone hatten wir doch auch schon. Ja. So, dann hoffe ich einfach mal, dass hier ein paar von den Bäumchen einfach wachsen und gut ist. Ich könnte ja jetzt auch einfach eine Gießkanne bauen. Das könnte ich machen. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Eine Gießkanne? Ja. Lecker. Okay. Sorry, dass ich gerade so lange da runtergeguckt habe, aber irgendwie war ich der Meinung, ich habe was gesehen. ISDN-Leitung, Oh, ISDN-Leitung ist was Feines. So, dann sollten wir vielleicht mal hier kurz den machen hier. Mach das. Und ich baue mir eine Gießkanne. Wir bräuchten nur mal ein Wasser, das wäre gut. Und das wäre echt gut, ne? Ja. Dann brauche ich einmal eine Kiste, bitte. Und ja, das war jetzt so klar, ne? Dass ich nicht genug Eisen habe. Ach, hier. Musst du den mehr gießen? Ja, das möchte ich eben gerade automatisieren, so für den Anfang. Ja, okay. So, und dann brauche ich noch zwei Kisten, ne? Ich habe natürlich keinen Platz mehr dafür. Hast du genug Redstone für so? Warte, ich brauche mal schnell eine Schüssel, danke. Was, Redstone? Bitte, ja, wegen Automatisieren. Ja, ich habe mir jetzt eine Redstone-Clock gebaut, die haue ich jetzt drüber. Hau drunter einen Hopper. Wie war das? Der Hopper muss auf die Kiste, ne? Geplaced werden, dass er die in die Kiste reinhaut, die Sachen. Yep. Oder halt auf den Block da drunter einfach und dann haust du den Block da drunter weg oder so. Hatten wir hier nicht irgendwo auch ausgespäht, dass ein Wasser, irgendwo eine kleine Wasserquelle ist? Ja, ist eine gute Frage, ne? Also es ist genug Wasser hier, sagen wir es mal so. Ich sehe es auch gerade in Entfernung. Bin auch gerade auf dem Weg dahin. Da unten ist schon wieder so ein hässlicher Gargoyle, ey. Na, frag mal, sei froh, dass du jetzt da gerade nicht unten warst, ne? Ja, also, vielleicht solltest du dir... Jetzt hab ich meinen Schalter zu Hause gelassen, oh Mann. Mal eine Rüstung zulegen oder so. So, ja, eine Nähte können wir noch nie. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen... Wir wollen auch noch gar nicht in den Nähter. Der Nähter ist nämlich noch übler von den Mobs her. Ja, ne... Auch bei mir im Chat, die meisten schauen in 27 trotzdem, ne? Man muss ja auch ehrlich gestehen, ne? Die meisten Leute haben halt auch nicht das Internet, um Full HD zu gucken. "720p reicht auf meinem 50-Zoll-Fernseher", schreibt jemand. Ja, das ist ja auch alles verständlich, aber ich versuche halt auch ein bisschen anders zu denken. Ich meine, ihr müsst darüber nachdenken, dass jetzt die ersten 4K-Monitore bezahlbar sind. Wenn in 2 Jahren jemand meine YouTube-Videos sieht, oh Gott, was bist du denn? Oh. Wow. Ich glaube, du hast echt Spaß, ne? Der macht hier so eine Flächen auf dem Boden, die einen vergiften mit irgendwas Komischem. Poison Gland. Okay, ich werde jetzt Obsidian besorgen. Das klingt nach einem Plan. Ich baue weiter in unserem Haus. Ich bin so hilfreich. Ich sollte mal ein bisschen Zeug da lassen. Vielleicht solltest du dir mal direkt einen Rucksack bauen, einen einfachen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir bräuchten ja nur ein bisschen Leder dafür, also zumindest für die ganz einfachen 12 Stück. Rucksäcke. Ach du Scheiße. Ja, okay, ich werde jetzt nicht Obsidian holen, ich werde jetzt irgendwie Kühe suchen. Ist ein guter Plan. Find normalerweise ich Kühe sind doch immer gerne im Schneebiom, ne? Yep. Ich habe allerdings in dem Schneebiom da hinten vorhin aktiv keine gesehen. So, mal gucken, ob das hilft. Zauberwald bräuchte ich einen. Ach, kommt schon. Baum, wachse. Nein, er möchte das nicht tun. Wir haben doch da hinten, haben wir da hinten nicht... Nee, das ist hier rosa Holz. Ja, das ist leider... Also wir haben auf jeden Fall einen Dings in der Nähe, das kann ich dir schon verraten. Da war ich ja schon.
im Südwesten. Okay. Ist auch nicht so weit weg, sonst hätte ich ja diese dunklen Bäume bis jetzt halt auch noch nicht, ne? Habe ich hier gerade Chunkfehler, ne? Wobei ich zugeben muss, dass ich eine blöde Leitung habe. Na, okay, ja. Warte, da ist noch eine Kuh. Ich sehe es auf der Map. Ja, aber jetzt... Wo versteckt sich die? Die Wurst. Das Problem ist jetzt zum Beispiel auch Streaming. Würde ich über 720p gar nicht machen. Weil dann fangen nämlich die Leute alle an zu schreiben, dass das irgendwie nicht aktualisiert wird richtig und dass ständig Laden ist und bla. Nee, das Problem ist einfach, hätten wir jetzt eine Partnerschaft bei Twitch, könnten wir sogar in Full HD streamen für die Leute, die es sehen möchten. Und die anderen könnten halt eben runterregeln. Aber dadurch, dass man ja, sag ich mal, die Streaming-Einstellung, also in was für eine Qualität man den Stream gucken möchte, leider nur kriegt, wenn man eine Partnerschaft bei Twitch hat, ne, haben wir da im Moment leider die Arschkarte. Also meine Leitung wird Full HD hergeben. Also nur mal zur Info, um eine Partnerschaft bei Twitch zu bekommen, braucht man schon ein bisschen mehr Viewer. Also man braucht im Durchschnitt 500 Zuschauer pro Stream und das dreimal die Woche. Oder es gehen natürlich auch einfacher, ein YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten. Ja, was natürlich auch mal so eben erledigt ist, 100.000 Abonnenten ja, auf YouTube. Das ist ja... Das habe ich morgen drin. Aber natürlich, machen wir. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Abonnenten sind Tatsache, habe ich jetzt gemerkt, gar nicht so ausschlaggebend für den Kanal, weil ich habe in letzter Zeit auch weniger Abonnenten, also ich kriege wieder weniger Abonnenten dazu, aber dafür gucken halt die da sind, viel aktiver. Ist immer noch besser als tote Abonnenten, ja, ne? Und da freue ich mich natürlich auch ziemlich drüber. Ja klar, no. Umziehen, um meine Videos in HD zu gucken. Genau, das ist genau das, was ich erwarte. Das ist gut, ne? So, ich werde jetzt gleich mal meine Cam ausmachen. Ich habe die gerade schon ausgemacht und ist mal ausgenutzt. Nein, weil diese Fliege mich hier immer noch so tierisch nervt. Achso, okay. Ja, das ist natürlich auch was. Und ich werd die jetzt gleich töten gehen, ne? Oh, die arme. Also nicht wundern, wenn es jetzt dann gleich scheppert oder so, ne? Genau, dann ist er vom Stuhl gefallen, weil er versucht hat, eine Fliege zu töten. Nee, ich werde aufstehen extra deshalb. Ich werde mich so richtig gezielt um die Fliege kümmern. So, ich wollte nur, wie viel Leder brauche ich denn eigentlich für zwei Rucksäcke? Backpack. Ich brauche 8 von den 10 Leather. Oh Gott, du willst die großen Rucksäcke machen? Ja, viel Spaß. 16 Leder. Die habe ich. Hast du auch genug Strings? 2 Stacks plus das, was du vorhin mitgenommen hast, also... Ja, so viel war das ja bei mir nicht. Ja, ich guck mal einfach, wie es reicht, ne? Aber ich habe gleich mal wieder ein bisschen Essen mitgebracht. Was ich hier gerade an Holz verballer, ist unglaublich. Was, ihr könnt bei mir die Einstellung machen? Ob High oder Low? Aha, ist der ja, Herr wieder was Besseres, kriegt, ja? Ich weiß nicht. Ist das, oder ist das nicht ein Feature ab einer gewissen Zuschauermenge? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Also ich dachte eigentlich nur immer, diese Einstellungen unten unter dem Video haben nur Partner. Okay, ich habe nichts gesagt. So, wo hast du die Strings reingepackt? Hier, 6 Stück. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich nicht so weit. Effizient. Das sind schon mal 9, die ich herstellen kann. Ich sag, ich brauche 18, ne? Keine Ahnung. Ich höre doch nicht zu, wenn du irgendwas erzählst, weißt du doch. Ich nehme jetzt das Leder. Das restliche. Wird das vorhin jetzt schon rausgenommen, oder wie? Na.